Die Orsons, eine Combo der ganz besonderen Art, hat am Sonntagabend für einen echten Abriss im Kulturzentrum Kreuz gesorgt. Kurze Zeit vorher hat Marlina die Jungs interviewt und das ganze Interview in voller Länge seht ihr jetzt. Hallo, ich bin Marlina von Move 36. Im Kreuz ist heute das Ostkonzert und ich sitze hier schon mit ihnen. Wir werden jetzt hier mal eine gechillte Gesprächsrunde führen. Ihr kommt wahrscheinlich auch gerade quasi aus der Festivalsaison. Wie war's denn? Wunderschön. Gut. Wunderschön. Habt ihr ein paar lustige Storys zu erzählen, die euch quasi im Kopf geblieben sind? Oh, mir ist da was passiert. Ich habe es mir wohl zu eigen gemacht, in Interviews rein zu crashen. Und das mache ich in Zukunft nicht mehr. War so geil. Das letzte Festival. Aber wir haben dieses Jahr auch jetzt nicht übermäßig viel gespielt, aber die wir gespielt haben, waren sehr schön. Es hat sehr gefreut. Ist ja immer schön. Gutes Wetter, draußen Leute gut drauf. Es war mega. Und jetzt halt schön, Tour auch mega. Genau. Alles mega. Die waren wahrscheinlich nicht so amused darüber. Oh, das Crash-Interview? Ja. Ja, das geht so, aber es war okay. Weil wir beide so? Weil es sind, ich sage mal, drei Buchstaben sind das. Ah, okay. Ziemlich bekannter Künstler, Grüße. So, Panamaske. Wahrscheinlich. Alles klar. Ihr habt euer Album in Undingen aufgenommen. Sehr gerne. Wie kann man sich das da vorstellen? Es gibt drei Straßen, 7 Häuser. Davon ist ein Haus eine Bäckerei. Ein Haus ist die Post, die ganz genau von 8 Uhr bis 8.12 Uhr offen hat. Danach ist es ein Toto-Lotto-Laden und man kann nichts mehr wegschicken. Und es gibt ab 23 Uhr keine Straßenlaternen, sprich stockfinster. Man kann sich mit nichts ablenken, man muss also Musik machen. Und da entstehen sehr gerne Außenslieder. Ja, aber wieso habt ihr euch quasi für so ein Kaff entschieden? Ja, genau deshalb eben, weil sonst ist halt Kars irgendwo, dann findet der einen Laden, in dem man sich Zöpfe flechten lassen kann und dann kann er mit und so. Also ohne Ablenkung wollten wir was haben. Okay, wie kann man sich das dann bei euch im Studio so vorstellen? Nur Ablenkung. Nur im Internet abhängen, so niemand macht Musik, ganz schlimm. Wir gehen dann so per Google Earth, ja. Per Street View gehen wir dann so quasi durch Großstädten, weißt, aber online so, dass wir da wenigstens viel Lichter haben und mehr Läden und gehen dann so Online-Shopping und so, machen aber kaum Musik. Ja. Also eigentlich war es echt eine schlechte Wahl und so. Ich glaube, das nächste wird auf jeden Fall in der Großstadt auch, ne? Okay, wie lange habt ihr an dem Arbeit gearbeitet? An dem Album, Entschuldigung. Insgesamt? Ja. Du weißt nicht, so zwei Jahre? Ja. Krass, aber ihr wart wahrscheinlich nicht 2 Jahre komplett in Unleben. Nein. Wie läuft das dann bei euch ab? Es arbeitet so jeder für sich. Also jeder macht so kleine Skizzen und die schicken wir uns per E-Mail zu. Und dann, oder wenn wir dann Auftritte haben, dann haben wir sie angehört und dann schmeißen wir fast alles weg. Und die paar, die übrig bleiben, mit denen setzen wir uns in Undingen zusammen. Okay. Wie hebt sich euer neues Album von den übrigen ab? Es ist noch schlechter. Katastrophal. Ich weiß auch nicht, was uns da geritten hat. Okay. Also unsere ersten 2 Alben waren nicht mal gemastert. Das ist schon ein Unterschied. Wir mastern jetzt unsere Alben. Das ist auf jeden Fall schon mal Quantensprung, so, sag ich mal. Wir machen nochmal Rechtschreibekorrektur im Booklet auch. Haben wir auch 2 Alben lang nicht gemacht. Genau. Das hat sich geändert. Ansonsten. Sound haben wir jetzt. Sound. Ziemlich gut. Wir haben mal einen Text geschrieben auch. Texte genau. Das stimmt wirklich. Nur reingefreestylt. Warte, ich hab angefangen, den Text auch zu schreiben. Das stimmt. Wirklich, also die anderen einmal freestyle quasi. Gefühlt schon. Okay, wer ist dann da der große Schreiber von euch alle? Schon alle wir. Okay. Ja. Hat dann jeder, ich meine, ihr habt ja auch alle Solo-Projekte, aber hat dann jeder quasi auch bei den Orsons so eine Aufgabe oder macht ihr einfach alle alles? Das hat sich so ein bisschen entwickelt. Also wir machen schon alle alles, aber manches können manche besser als die anderen. Und dann dürfen die es nicht mehr machen, weil sonst wäre es ja unfair, die hätten so einen Vorsprung. Und dann müssen die irgendwas machen, was die überhaupt nicht können. Ja. Zum Beispiel Tua macht unsere Tanzchoreos für die Bühne. Bartek produziert das Album aus. Ich lese immer das Horoskop vor, mache so esoterische Sachen. Und Kars ist übelst straight. Kars ist immer da bei Interviews. Pünktlich.
immer on point. So, Cars guckt auch, dass wir nicht zu besoffen sind. Er ist der Tourmanager. Der ist, der ist so am Laufen. Cars ist so ein bisschen so, Cars ist so das Rad, das alles anschiebt. Ja, und du kannst gut tanzen. Ich kann ziemlich gut tanzen, ja. Wie kommt das? Ja, ich habe insgesamt, also als ich klein war, hatte ich eine musikalische, tanzsetzerische Früherziehung von so fast 10 Jahren und dann, dann war ich 2 Jahre lang Arzt. Ja, ich habe meine Tanzausbildung in einem Wald gemacht, deswegen habe ich mir den Tanzstil von Bäumen angeeignet. Okay. Ich bewege mich wie ein Baum. Alles manchmal, klar. Wenn ich mich bewege, dann knarzt es wie das Unterholz. Ich bin gespannt, das dann auf der Bühne zu sehen. Kann man sehen. Was ist der Unterschied zwischen Cars und Holz? Holz arbeitet. Holz ist hier. Das stimmt, das stimmt. Eher nicht. Worauf freut ihr euch quasi vor Konzerten immer so am meisten? Auf Cars. Auf Cars. Wenn man den mal trifft, man sieht ihn ja ganz selten auf so einer Tour, aber wenn man ihn mal sieht, freut man sich. Freut man sich krass. Er kommt mit irgendwas, hat, Ding, hat sich in seine Zöpfe reinmachen lassen, einen Holzzopf. So. Ja, wo er ist, wo ist er? Schlafen. Wir wissen er hat sich ja eine Ulme gefunden, unter der er meditiert. Ja. Und ihr seid gut in Fulda angekommen heute? Ja. Alles schön. Ach, schon im Tourbus? Gibt es da auch irgendwelche lustigen Geschichten zum Erzählen? So, beziehungsweise geht ihr euch, ihr seid jetzt 8 Jahre zusammen, geht ihr euch auf den Sack auch manchmal, oder? Ja, manchmal schon. Aber nicht mehr so oft, wir sind ja erwachsener geworden. Ja. Wir wissen dann schon so, wie was wo, wie was läuft und dann kann man da, damit auch leben. Wir haben gestern Abend ein Auto weggetragen. Super! Gestern Abend haben wir in Dresden gespielt und die Ausfahrt für unseren Tourbus war blockiert. Also nicht ganz, aber so, dass er irgendwie nicht um die Kurve rumkam. Ja. Und dann haben wir alle zusammen ein Auto weggetragen. Ein VW Golf. Grüße an dieser Stelle. Grüße an den VW Golf. War geil. Hat Spaß gemacht. Ist auch mal was Neues. So. Hat jeder so eine Sache, die er mit in den Tourbus nehmen muss? Ohne ja, wir alle kann. Den Golf halt. VW Golf. VW Golf. Muss drin alle sein. Dann eingepackt, mitgenommen. So. Und jetzt haben wir dann jetzt halt alle in einem Bett geschlafen. Okay, cool. Also der Tourbus ist anscheinend auch nicht ganz so groß, dass man ein Bett oder VW Golf reinpasst. Ja. Ja. Und nochmal so an Gegenständen. Hat jeder einen, den er quasi mit reinnimmt? Ich, also gerne ein Buch, wobei ich halt, also okay, wir sind erst 3 Tage deep in der Tour, aber ich nehme mir halt immer vor, da zu lesen, weil man eigentlich denkt, dass man auch guck mal, Bartek macht es mit den Bücherlesen wie mit dem Kochen. Er kokettiert die ganze Zeit damit, dass er Bücher liest und kocht. Er kocht aber nie und liest auch nie ein Buch. Er ist so ein Typ, der das mitbringt, damit er es dabei hat. Kochen ist Tabasco irgendwo drauf machen, genau. Das Kochen. Er könnte genauso gut einfach Buch lesen, ist Buch um den Hals hängen. Einen Blog anschauen, ja, auf dem witzige Videos sind. Das ist Buch lesen, ja, Kochen. Ja, ich lese ganz viele Bücher und so. Kochbücher liest er ganz viel. Das macht er, der Typ. Ja. Ja, aber welches Buch würdest du denn mitnehmen, um besonders schlau zu wirken? Ist egal, ich lese eh dich. Alles klar. Nee, tatsächlich, nehmt euch das auch mal bitte als Projekt vor. Ich habe immer gesagt, ey, also bis zum 30. Lebensjahr sollte man das eigentlich schon gelesen haben, und zwar Moby Dick, und das lese ich gerade. Aber das ist echt, das muss man als Projekt sehen. Warte, das ist Schulliteratur, das haben alle schon gelesen. Nee, ich ey, niemand hat in der Schule Moby Dick gelesen. Nee. Das Ding ist 1000 Seiten dick, das liest schon hinter der Schule, das brauchst du ja 2 Schuljahre dafür. In der Schule liest man Moby Dünn und das schon auf 500 Seiten lang. Also ich meine, da wird Goethe gelesen, ich meine, ich denke, das hat jeder, aber Moby Dick, eventuell hast du. Aber man sollte das wirklich als Projekt mal sich nehmen, das ist ein tolles Buch. Mhm. Was gefällt dir am besten? Der Wahl. Kann sich mit dem identifizieren. Irgendwie. Der Wahl und Insider, die das Buch kennen, die wissen Bescheid, Alter. Alles klar. Ist da ein Wahl in dem Buch? Oder? Geht's um, Wahl? Um was geht's da? Wahl. Also so viel weiß ich auch. Welche Seite bist du? 3. Nee, 287 oder sowas. Schon ein bisschen fortgeschritten. Die sind schon auf hoher See. Okay. Captain Ahab ist schon rausgekommen. Der kommt ja nicht so oft raus, weil der... mag Menschen nicht so arg, der ist schon ein ganz, ganz steifer Typ, ja, der ist nicht so gut drauf. Wer A hat, muss auch B sagen. Und die anderen beiden, was nehmt ihr so mit dem Tourbus? Weil das, wir sind ja immer noch bei dieser Frage. Eigentlich nur meine unfassbar verschwitzten, stinkenden Bühnensachen von dem Auftritt immer.
Und die hänge ich dann immer bei einem Auserwählten in die Folie rein zum Trocknen. Viel mehr habe ich echt nicht drin. Das ist aber auch Giftmüll. Ja. Nach jedem Auftritt Giftmüll, den hänge ich da rein und dann ist auch schon gut. Ich nehme allabendlich einen Joint mit Marihuana mit in den Bus und den konsumiere ich dann und dann gehe ich schlafen. Und neuerdings zocke ich auch immer Tetris übrigens. Jetzt ruft mein Cousin an. Und jetzt drücke ich ihn weg. Alles klar. Wie bereitet ihr euch auf Auftritte vor? Also ich sehe ja gerade, jetzt chillt ihr noch auf der Couch, aber passiert noch irgendwas? Nee, eigentlich so. Man geht mental schon mal den Auftritt durch. So wie 100-Meter-Läufer auch den 100-Meter-Lauf mental nochmal genau durchgehen, rekonstruieren, genau die Zeit, die man sich wünscht und so. Und so gehe ich den Auftritt durch auf der Couch. Ja, alles klar. Wie schon gesagt, ihr seid ja schon quasi seit 8 Jahren zusammen. Wie habt ihr euch weiterentwickelt in der Zeit? Die einen gar nicht. Die anderen zurückentwickelt. Ja, genau. Wir haben uns alle weiterentwickelt. Natürlich sind persönliche Sachen passiert. Man hat auch seine Solo-Sachen weiterentwickelt. Man hat seinen Stil. Ich glaube, wir haben als Orsons auch erst als Band zusammengefunden, so nach dem dritten Album. Ja. Man muss wissen, dass die Orsons immer so ein bisschen auch was sind, was passiert ist einfach. Ne? Also wir haben die Band gegründet als Spaßprojekt im Sinne von, hey, wir mögen uns, weil wir mal zusammen auf Tour waren. Bevor es diesen Namen für die Orsons überhaupt gab und sperren uns 4 Tage ins Studio von unserem Tourmanager, der mittlerweile unser Tourmanager ist, ein und saufen übelst, kiffen, nehmen Fressalien mit und schreiben irgendeine Scheiße. Wir haben damals alle Produzenten, die wir kannten, angeschrieben und gesagt, schickt uns die schlechtesten Beats, die ihr habt, schickt sie jetzt sofort, wir brauchen keine Spuren, schickt die einfach. Und wir haben so ein Kinderbuch gefunden und aus jeder Seite haben wir einen Track gemacht. Der Fuchs plant nichts Gutes, war so eine Seite in einem Kinderbuch. Die Scheune war eine Seite. Kinderbaden am Weiher. Kinderbaden am Weiher war dann ein Track und so. Und natürlich war das nie so gedacht, dass das jetzt irgendwie das große Ding wird und dass wir damit jetzt irgendwie ernsthaft Ambitionen haben. Und dann haben wir das unseren Plattenfirmenleuten gezeigt und die waren so, boah, das ist überkrass, ihr müsst das releasen und drum und dran. Und dann ist das alles irgendwie so seinen Weg gegangen. Jetzt und dann waren wir die Orsons und dann 8 Jahre. Nach jedem Album haben wir uns aufgelöst, ja. Muss man auch sagen. Ja. Wir haben gesagt, wir machen nie wieder ein Album. Das sagt ja jetzt auch wieder. Ja, natürlich. Das war das Stressigste überhaupt. Und dann immer die Touren und das genau in solchen Räumen rumsitzen. So, jetzt stellen wir uns vor, du wärst Cars. Und also wir vier wären die Orsons. Ich fühle mich da jetzt rein. Und dieses zusammen rummeln. Deswegen waren wir immer so dumm und haben noch ein Album gemacht. Und dann war die Albumzeit wieder die schrecklichste der Welt, aber so auf Tour hängt man einfach mit Freunden rum. Ja. Und das mit Cars war nur ein Spaß. Brauche ich. Kannst gern bleiben. Du bist jetzt geil. Der vierte Außen. Alles klar. Das finde ich eh viel hübscher als Cars. Danke. Ich finde Cars hübscher. Oh Mann. Okay, also mit dir rede ich schon mal nicht, wenn wir jetzt hier auch zusammen auf Tour sind, aber du bist in Ordnung. Verstehst. Ja. Bam! So, Tour in the morning. Zum Abschluss, also ja, wie gesagt, du hattest ja schon gesagt, dass ihr euch quasi nach jedem Album neu aufgelöst habt. So wie Aspirin? Ja, genau. Aber wie geht's denn jetzt nach der Tour weiter mit euch? Wir lösen uns auf. Gut. Nein, dann geht's im Ernst. Ja. Im Ernst? Erstmal stehen so Solo-Projekte an. Ja. Also alle tüfteln an ihrem Zeug. Ich gehe im Dezember auf Gitarrentour. Ja. Wir haben noch so ein paar Auftritte dann nach der Tour. Nächstes Jahr werden auch Festivals. Genau, Festivals nächsten spielen. Sommer spielen wir nochmal Festivals mit dem Außen. Ja. Aber sonst sind alle gerade so wieder ein bisschen auf dem Solo-Film. Alles klar. Und in ein paar Jahren gibt es dann hoffentlich das nächste Außenalbum. Glaube nicht. Gut, dann vielen lieben Dank. Bitte. Dankeschön auch. Und dann sind wir noch ein bisschen hier auf der Couch. Kein Bock mehr auf Jungfrauen. Das ist der Titel von Bene Reines erstem Soloprogramm, welches er am Samstagabend dem Fulderer Publikum präsentierte. Dabei hatten nicht nur das Publikum, sondern auch der Fulderer Jungen seinen Spaß. Es gibt Wirtschaftskrisen, es gibt Naturkatastrophen und für Zauberkünstler gibt es Auftritte auf Kindergeburtstagen.